Wozu braucht Polen einen Seekanal bei Kaliningrad? Hallo und Privet aus Kaliningrad. In einem Interview zeigte sich der Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow überzeugt, dass der Kanal, den Polen auf Baltiskaja Kassa baut, nur dazu dient, Panzertruppen, die sich an der Grenze zum Kaliningrader Gebiet befinden, schneller und von Russland unabhängig verlegen zu können. Seit 2016 wird bereits über den Bau eines Kanals auf Baltiskaja Kassa in der Nähe der polnischen Hafenstadt Elbląg gesprochen und berichtet. Die Bauarbeiten begannen im Jahre 2019 und Polen interessiert weder Einwände von russischer Seite noch Aufforderungen der Europäischen Union, die Bauarbeiten einzustellen. Fertiggestellt werden soll der Kanal im Jahre 2022. Warnende Hinweise auf eine ökologische Katastrophe nach Beendigung der Bauarbeiten bleiben in Polen unberücksichtigt. Polen begründet den Bau dieses Kanals damit, dass man sich unabhängig von Russland machen wolle. Man brauche einen freien Zugang zum Hafen der kleinen Stadt Elbląg. Bisher ist man gezwungen, mit den Schiffen die Zufahrt zum Kaliningrader Kanal entlang dem Stationierungsort der russischen Ostseeflotte zu nutzen, um sich dann Richtung Elbląg bewegen zu können. Polen befürchtet, dass Russland diese Einfahrt zum Kanal für die Durchfahrt fremder Schiffe in Richtung Polen sperren könnte. Somit, so argumentiert Polen, ist der Bau des Kanals eine wirtschaftliche Frage. Der Kaliningrader Gouverneur hat nun dieser Argumentation widersprochen und daran erinnert, dass die Zufahrt zu Baltiskaja Kassa niemals weder von sowjetischer noch von russischer Seite behindert worden ist. Alle Schiffe, die die Enge passieren wollten, konnten diese auch passieren. Der Kaliningrader Gouverneur vertrat die Ansicht, dass dieser Kanal ausschließlich dafür bestimmt ist, um möglichst schnell Panzertruppen durch diesen neuen Kanal zu verlegen. Polen hat Panzertruppenteile im Bereich Elbląg stationiert. Durch diesen neuen Kanal können diese unabhängig Richtung Russland verlegt werden und müssen nicht die Meerenge bei Baltis passieren. Alle, die sich mit dieser Angelegenheit beschäftigen, ist diese wirkliche Motivation klar. So Anton Alichanow. Anfang Oktober hatte die polnische Zeitung Gazeta Wyborcza kommentiert, dass die von Polen erhofften Effekte nicht eintreten werden. Man glaubt in der polnischen Regierung, dass dieser Kanal Russland einen großen wirtschaftlichen Schlag versetzen wird. Dem widerspricht die polnische Zeitung und glaubt, dass dieser Kanal ganz im Gegenteil dazu führt, dass russische Unternehmer mehr Geld verdienen werden. 90% des gesamten Warenumschlages, der im Hafen Elbląg erfolgt, ist für den russischen Markt bestimmt. Somit ist der verkündete wirtschaftliche Effekt in erster Linie für Russland präsent und nicht für Polen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.